Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, lang ist her, wir sind mal wieder zurück in der beliebten Holzfäller, Familiengründen und wir machen ganz viele Aufträge, Simulationen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, neue Folge. Es geht wieder weiter. Hier mit dieser herrlichen Aussicht. Es gab auch einige Updates mittlerweile. Ein paar Sachen sind mit reingekommen. Vielen Dank auch nochmal für die ganzen Däumchen, auch für die Kommentare. Nämlich der eine oder andere hat gefragt, ey, hör mal, wann geht's denn weiter hier? Ja, heute geht's weiter. Ihr habt mir nämlich auch einen sehr, sehr hilfreichen Tipp geschrieben. Denn in der letzten Folge bin ich ja so ein bisschen verzweifelt bei dem Auftrag mit dem Setzlingen. So, dann hat irgendjemand vor... Ich glaube, von der Woche war es geschrieben. Vielen lieben Dank nochmal für den Kommentar und auch für die ganzen anderen Tipps und Tricks. Dankeschön. Dass du das einfach, diese Setzlinge mit der Kettensäge mittlerweile wegmachen kannst. Und das hat mir sehr geholfen. Plus der Kommentar. Wir springen mal kurz zu dem Auftrag. Der ist nämlich hier oben. Wo ist er denn? Da oben ist nämlich der Auftrag. Da, schmutzige Angelegenheit. Da wollen wir jetzt mal hinspringen. Da sind wir nämlich. Und zwar habe ich Folgendes gemacht, ne, das ist das Fahrzeug hier, ne, mit dem wir unterwegs waren. Und man kann mit der Kettensäge hier die, Frosch im Hals, die ganzen Bäume, die man gepflanzt hat, wieder wegmachen. Also hier die Setzlinge, ne? Deswegen, vielen Dank für den Tipp, wir haben noch zwei Setzlinge übrig und können heute hier den Auftrag endlich mal abschließen, ne? So, das heißt, wir haben alle... jeweiligen Dinge hier soweit gesetzt. Das passt soweit. Das ist schon mal sehr gut. Und wir steigen mal ein hier. Gehen in die Außenperspektive. Senken die Maschine. Gehen mal auf die Markierung und setzen hier eine Kiefer. Und setzen dann ein Stück weiter vorne noch eine Kiefer. Denn ich habe das von außen nach innen gemacht, so wie ihr es auch geschrieben hattet. Ja, und jetzt haben wir den Auftrag abgeschlossen. Bäm! So, Leute. Auftrag ist abgeschlossen. Nahegelegenen See müssen wir jetzt noch untersuchen. Da gucken wir mal, was denn da noch so auf uns wartet. So, wir fahren jetzt erstmal mit unserem Fahrzeug hier beiseite. Stellen das hier einfach mal bei der Seite und werden uns das Ganze einmal anschauen. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir haben einmal schmutzige Angelegenheiten und wohlhabender Mann. Das ist, glaube ich, der Auftrag des Bürgermeisters, den wir auch noch machen müssen. Wir laufen jetzt hier einfach mal rüber und werden uns den See mal anschauen. Oha, guck mal, der ist ganz schön dreckig, der See, ne? Guck dich den mal an. Oha, oder? Was zum Teufel geht hier vor sich? Oha. Rede mit Logan. Ah ja, wir müssen jetzt mit Logan reden. Logan ist natürlich am anderen Ende der Karte. Man kennt es, ne? Oder? Wo ist er? Ne, wir müssen hier mit Logan sprechen. Bedeutet... den Auftrag haben wir abgeschlossen. Wir lassen das Fahrzeug erstmal da stehen. Springen jetzt einfach mal in den alten Pickup. Der hat nämlich auch ein neues Design bekommen. Guck mal, das sieht nämlich jetzt anders aus. Der ist hier Jubilee oder wie das... Wie hieß das Fahrzeug nochmal? Ne, Christine, ne? Guck mal, das hat ein kleines Grafik-Update bekommen. Sieht auch recht schick aus. Und da würde ich sagen, laufen wir mal zu Logan rüber. Oh, guck mal, wir haben ganz viele Äpfel hier. Die können wir eigentlich gleich pflücken und verarbeiten. Aber wir gehen erstmal zu Fuß hier. Schön rüber. Ne, grafiktechnisch... sieht es auf jeden Fall nochmal richtig gut aus. So, das heißt, heute gibt es wieder eine Folge Lumberjacks Dynasty. Wird es immer mal wieder geben, so zwischendurch. Ich werde nochmal gucken, dass ich das ein oder andere Let's Play auch noch mache. Farmers Dynasty ist erstmal beendet. Also da wird es erstmal keine neuen Folgen geben, weil auch da die Fragen kamen, ob wir denn da weiterspielen. Oh, da ist hier Mr. Logan. Ach stimmt, das ist ja hier der... Wie heißt denn der hier? Der Wildmensch. Logan, wir müssen reden. Leider noch keine Sprachausgabe. Schade. Was bedrückt dich denn? So. Ja, ist halt die... Ja, Mundbewegung passen nicht und das dauert halt alles ein bisschen zu lange hier. Ich habe das Wasser am Wald gesehen, in dem du mich hast arbeiten lassen. Ich meine, was zum Teufel? Hast du das gesehen? Es ist völlig verschmutzt. Seit etwa einem Jahr oder so ist es so und wird immer schlimmer. Deshalb habe ich dich dorthin geschickt. Ich brauche vielleicht deine Hilfe, um das zu untersuchen. Und du, bist du nicht selbst der Hüter des Waldes? Kannst du dahin, was? Kannst du nicht aufspüren, wer dahinter steckt? Ich habe es versucht, viele Male. Jemand kippt dort regelmäßig Müll ab. Aber nie, wenn ich in der Nähe bin.
als ob er meinen Patrouillenplan kennt. Aha, das muss auf jeden Fall jemand sein, der da in der Nähe ist. Ich bin verpflichtet, meine geplanten Patrouillen dem Büro zu melden. Wenn sie Zugang zu diesen haben, werden sie immer gewarnt. Okay, das könnte Ryan sein. Was? Leuwarden? Du weißt schon. Er ist der stellvertretende Bürgermeister. Ach, hier, dieser komische Schnösel. Auch nicht schlecht. Ja, und jetzt geht's mir wieder zu schnell. Wie auch immer, ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst herausfinden kann, wer dahinter steckt. Ja, wir müssen es wahrscheinlich wieder machen. Wer kennt es nicht? Ich werde dir helfen, Logan. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt und ihn aufhalten. Ein solches Tal zu verschmutzen ist ein Verbrechen. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann viel Glück. Komme jederzeit wieder, wenn du meine Hilfe brauchst. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt wieder was Neues. Freigeschaltet. Schmutzige Angelegenheiten. Oh. Jo, da müssen wir jetzt wieder weitermachen. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Ich denke mal, jetzt müssen wir wieder zurück. Es ist hier manchmal ein munteres Hin- und Hergespringe. Spreche mit Leuten, die etwas über den See wissen. Die Frage ist natürlich, versuche mit den Leuten zu sprechen. Finde heraus, ob sie etwas darüber wissen. Wir könnten ja vielleicht mit unserem Onkel sprechen. Weil, wo ist denn Logan hin? Logan? Hallo? Der ist weg. Auch schön. So, wir gehen mal wieder zurück. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Jo, sind wir. Das bedeutet, wir schauen mal, ob wir mit ein paar Leuten sprechen können. Vielleicht auch in unserem Laden hier um die Ecke. Und da werden wir nochmal gucken, ob wir dann jetzt irgendwie was über diese schmutzigen Angelegenheiten herausfinden. Die Sache ist die, dass wir den Auftrag, glaube ich, erst abschließen können, wenn das Ganze fertig ist. Hier laufen wir mal rüber zu, ob Onkel und Tante da sind. Zu dem anderen Grundstück und werden uns das Ganze mal anschauen. Oh, lecker Äpfel. Die können wir auch wieder weiterverarbeiten, ne? Das ist ja auch ganz cool hier im Spiel gelöst. Ja, die Möbelfabrik. Da werde ich dann immer mal wieder vorspielen und das Ganze freischalten. Weil da brauchen wir ewig für. So, wir gucken mal, ob Onkel und Tante da ist. Ah, guck mal. Da ist unser Onkel. Grüße. Leg die Jacke weg. Genau. So. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Ah, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich muss dich was fragen. Ich muss dich etwas fragen. Sicher? Was möchtest du wissen? Nee. Also der weiß nichts davon. Ich muss los. Tschüss. Okay. Das ist natürlich blöde. Vielleicht unsere Tante, dass die irgendwas weiß. Die liebe Grace. Wir machen heute ein bisschen einen auf Detektiv. Pack doch die Hake mal weg! Tante! Die Charaktere sehen noch mal einen Tacken besser aus, oder? Hallo, schön dich zu sehen. Ja, Mahlzeit, grüß dir. So, hallo Tante, wie geht's dir? Hallo Tante, wie geht es dir? Mir geht's prächtig, aber du siehst hungrig aus. Hier, oh, das habe ich für dich vorbereitet. Beste Tante ever. Erstmal schön lecker essen. Ich muss dich was fragen. Ich muss dich was fragen. Natürlich, was möchtest du wissen? Gewächshaus, okay. Gartenarbeit, kocht jetzt Ratschäbe, nee. Ich muss los, einen schönen Tag noch. So, was haben wir, hat die uns den gegeben? Wir gucken mal ins Tab-Menü. Der hat uns gar nichts gegeben. Lügnerin. Oder hat die das bei uns im Keller gepackt? Die Scheune ist auch anders jetzt. Aber wen müssen wir da jetzt fragen? Das ist für die Mission wird jetzt gefolgt. Ja gut, das hier ist die Mission, aber da sind doch keine Menschen, die hier rumlaufen. Was haben wir hier? Hier haben wir diese zeitlich begrenzten Events. Hier haben wir noch diesen wohlhabenden Mann mit dem Bürgermeister. Hier oben ist der Auftrag. Also wir müssen wahrscheinlich wieder hier hin. Laufen wir da mal in den Wald. Ich habe es mal jetzt markiert und gehen wir einfach mal wieder zurück. Vielleicht können wir ja das Rätsel lösen. Das wäre natürlich cool. Aber vielleicht ist das auch einfach nur die Markierung. Aber warte, komm, wir gehen mal hoch zu dem Typen hier. Zu dem Verkäufer. Vielleicht weiß er hier irgendwas. Oder wir treffen irgendjemanden, den wir dort fragen können. Boah, ist das eine geile Aussicht. Schauen wir mal. Wo ist denn der hier? Ah ja. Mahlzeit, Grüße. Hallo, Jack. Willkommen in meinem Laden. Ja, guten Tag. Irgendwelche neuen Gerüchte? Irgendwelche neuen Gerüchte? Nein, im Moment nichts. Ja, schön, danke, tschüss. Ich muss los. Bis bald. Ja, tschüss. So, also, der kann uns auch nicht helfen. Ich glaube, wir müssen Leute finden oder Leute ausfindig machen, die dann zu dieser Zeit dort in dem Gebiet sind. Oder es ist einfach nur eine Markierung, beziehungsweise wir können auch gleich nochmal zu dem Trecker zurück.
dass wir da vielleicht irgendwas finden, ne? So ein bisschen hier wie die Nadel im Heuhaufen suchen, ne? Aber es ist natürlich nur ein Missionsträger, ne? Heißt nicht, dass dort sich dann auch irgendwas befindet. Aber vielleicht sind ja irgendwelche Spuren dort. Das könnte vielleicht auch sein. Finde heraus. Ja, es ist einfach nur ein Trigger, ist das. Ich glaube, da finden wir nicht wirklich was raus. Hier in der Gegend. Außer, dass Logan hier ist. Wir können ja mit Logan nochmal quatschen. Hä, da ist er wieder. Wir fragen ihn mal kurz. Vielleicht müssen wir die Konversation noch Hallo. Fortsetzen. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, Mahlzeit. Grüße. So, Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Das passt nicht. Möchtest du handeln? Nicht jetzt. Tut mir leid. Ja, schön. Auf Wiedersehen. Jo, mach's gut. So, also irgendwie... Hör mal. Nee, das ist ja nicht das. Wir gehen mal zurück hier zu dem See. Das ist ja der hier vorne. Da irgendwie eine Info bekommen. Vielleicht haben wir auch noch irgendwelche Leute hier. Wo war denn der See nochmal? Der war hier vorne, ne? Der hier war das. Der ist halt maximal verschmutzt. Aber vielleicht treffen... Ah, guck mal, da vorne läuft jemand. Habt ihr das gesehen? Da hinten. Da läuft irgendwie jemand lang. Da ist jemand am Joggen. Oh. Aber sportlich hier. Komm mal ran hier. Guck mal, eine nette Dame, die läuft da lang. Hallo? Hallo? Junge Frau? Hallo? Hallo. Hi. Ach, Delia ist das. Möchtest du handeln? Nicht jetzt, tut mir leid. Mhm. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Oh, das bedeutet immer, dass sie noch nicht an diesem Punkt sind. Aber wir müssten ja gucken, vielleicht weiß hier jemand etwas, der da wohnt. Weil es sieht schon arg verschmutzt aus hier, ne? Wir gucken gleich mal, ob wir da irgendwie was finden können. Aber hier wird auch nichts gehighlightet oder so, ne? Weil normalerweise, wenn man die rechte Maustaste drückt, dann wird das meistens gehighlightet, aber da sehen wir nichts. Hm, komisch. Wir laufen mal zum Haus hoch. Vielleicht ist ja da irgendwie was bekannt. Und können mit den Leuten dort sprechen, die da wohnen. Ja, ist auf jeden Fall schon mal etwas anders. Das heißt, wir machen ein bisschen Detektivarbeit heute. Oh. Ah ja. Der Bruce und Violet. Mahlzeit, Grüße. Guten Tag. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, was denn? Ja, dann hör mal auf zu quatschen. Violet? Hallo. Hi. Guten Tag. Möchtest du handeln? Nicht jetzt, tut mir leid. So. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Ah ja. Auf Wiedersehen. So. Tschüss. So, wir sprechen jetzt mal mit Bruce. Mal gucken, ob der auch irgendwie... Hi. Hi. Möchtest du handeln? Nicht jetzt. Tut mir leid. Nicht jetzt. Tut mir leid. Mhm. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Ja, super. Bis später. Wir kommen ja echt weiter, Leute. Ne? Ihr seht schon. Also. Ach, komm, wir nehmen den Pilz da mit. Also es scheint sich als schwierig darzustellen. Die Frage ist, wir müssen mit Leuten sprechen. Aber mit wem? Vielleicht sollten wir mal auf den Auftrag wechseln. Haben wir hier sonst noch irgendwie eine Person? Wir gucken nochmal. Oh, guck mal, hier wird auch irgendwas gebaut oder nicht fertiggestellt. Guck mal, ein Spielplatz. Das ist ja cool. Ah ja. Spiel ist natürlich nur Early Access, ne? Vielleicht nochmal zur Info. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, mit wem ich dann noch reden sollte. Den Auftrag haben wir ja hier soweit fertig. Wo ist denn der Auftrag? Wohlhabender Mann, der ist da oben. Vielleicht begeben wir uns dort mal hin. Dass wir da mal hinfahren. Ich markiere mir das mal kurz auf der Karte. Würde jetzt den Auftrag einmal highlighten hier. Den. Und da müssten wir hier lang fahren. Die Straße und dann da hoch, ne? Okay. Fangen wir erstmal der Straße. Und wir jetzt hier einfach mal weiterfahren. Dass die Dame da mit uns auch nicht quatschen wollte. Das ist sowieso so ein bisschen das Hauptproblem, was ich bei dem Spiel hier sehe. Dass man manchmal Interaktionen nur an gewissen Hotspots machen kann. Beziehungsweise, dass gewisse Aufgaben nur gemacht werden können, wenn die Person da an diesem Ort steht. Bitte nicht spoilern, wo ich hin muss. Vielleicht nochmal als Hinweis an den Kommentaren.
Für die Leute, die mal gerne Kommentare schreiben, bitte nicht die Story spoilern hier. Lass mich das einfach machen erstmal. Wir gucken jetzt doch mal, ob ich da irgendwie was herausfinde. Ich muss mal kurz gucken. Wir können auch da lang fahren, ne? Genau. Dann kommen wir hier oben rum. Das müsste auch gehen. Die Setzungsmaschine, die hätten wir ja sowieso wieder mitnehmen können. Hier ist das Gebiet, was wir uns gerade angeguckt haben. Und dann fahren wir mal zu dem anderen Auftrag. Weil ich meine, das wäre auch der Auftrag für den Bürgermeister gewesen. Oder für den Stellvertretenden. Dass wir vielleicht da irgendwie unsere Antworten bekommen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall Fragen, nichts als Fragen irgendwie. Irgendwie ganz wenige Antworten. So, jetzt können wir hier runterfahren. Ah, da oben, okay. Laufen wir da gleich mal hin. Was wir denn da vorfinden? Wir sollen auf jeden Fall mit Leuten sprechen, aber die Frage ist, mit welchen Leuten, ne? Bei den schmutzigen Angelegenheiten. Das ist, oh. Ah, das ist dieses Hotel hier. War wir nicht da schon mal da? Wir hatten das doch, glaube ich, schon mal renoviert hier nebenan, meine ich. Ich meine, das hätten wir schon mal getan. Ach, guck mal hier. Jetzt sage ich dich hier. Party-Feeling. Und ich komme hier mit meinem dreckigen, ja. Oha, das ist eine Riesenversammlung. Selbst gesehen hätte, kann nicht behaupten, dass ich überrascht bin. Mahlzeit. Grüße. Das ist interessant. Ach, guck mal, ganz viele Leute hier. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Ja, ist klar. Guten Tag. Das ist kein Spaß. Nicht jetzt. Tut mir leid. Das ist einfach so typisch. Hallo. Guten Tag. Gut, dich zu sehen. Ja, Mahlzeit. Ja. Möchtest du handeln? Nicht jetzt. Tut mir leid. Ach, komm, Leute, wisst ihr. Bis später. So, wir können die Leute ja highlighten hier. Aber es hat niemand irgendwie hier so ein Fragezeichen auf dem Kopf, dass er mir hier irgendwie weiterhelfen könnte. Deswegen denke ich nicht, dass das eine gute Lösung ist. Wir laufen mal hier rüber. Kann nicht behaupten, dass ich überrascht bin. Können wir hier rüberspringen? Natürlich nicht. So, laufen wir mal hier lang. So, es ist Matthew. Der hat auf jeden Fall etwas. Ach, guck mal, Bella. Wir sprechen erstmal mit Bella. Guten Tag. Ich spreche nicht mit Fremden. Auf Wiedersehen. Tja, schönen Tag noch, ne? Nicht so schüchtern, junge Frau. Was? So, wartet. Hallo. Och, Leute. Oh, hallo. Sie müssen der Neue hier sein. Charles hat mir von dir erzählt. Sein Neffe, richtig? Der sieht aber auch aus, als würde er mal zum Glas greifen. Richtig. Ich suche den Bürgermeister. Du stehst ihm gegenüber. Ja, er sieht aus, als würde er mal schon mal ein Glas trinken, ne? Matthew Cunningham, das bin ich. Ach so, ja gut. Matthew, moin. Du arbeitest in der Mühle unten am Fluss, nicht wahr? Ein herrliches Stück Land, einfach herrlich. Aber darüber reden wir später. Was kann ich für dich tun? Er sieht aber echt aus, als würde er... Schatz sagte mir, es würden ein paar Bretter benötigt. Ist das richtig? Na, wir müssen ja irgendwas liefern, dann bekommen wir eine Gegenleistung. Ja. Das hat sich leider geändert, mein Freund. Schau dir das an. Dieses Hotel sollte vor einem Monat fertiggestellt werden, aber James hat es nicht rechtzeitig geschafft. So musste ich seinen Vertrag kündigen. Nutzlos, völlig nutzlos. Er sollte Müll sammeln, nicht Häuser bauen. Okay, das war der Typ, dem wir auch, glaube ich, schon mal geholfen haben. Bei dem anderen Bauweisen. So, vielleicht kann ich denen helfen. Schauen wir einfach mal. Ist ein bisschen storylastig heute, also weniger zu tun, aber ist aber ganz cool. Das ist möglich. Interessant. Ich dachte, du bist ein einfacher Holzarbeiter. Offenbar hast du auch andere Fähigkeiten. Ja. Also gut, versuchen wir es. Die Residenz muss zumindest vorerst repariert werden. Nutze den Hammer, repariere die Löcher, wie auch immer. Mache es schnell, ich bezahle in bar. Ja, sieht gut aus. Nur Bares ist Wahres, ne? Schade, dass es noch nicht vertont ist hier. So, wir müssen eine schnelle Reparatur des Gebäudes machen. Aber ich würde vorschlagen, liebe Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, das kleine Storytelling hat euch mal so ein bisschen gefallen. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Die werden sehr unregelmäßig jetzt hier kommen, die Folgen. Und ja, bedanke mich. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer. Bis dahin, tschö, tschö.